Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte V natürlich mal wieder und das Rückspiel in der Champions League Qualifikation gegen Ajax Amsterdam in Runde 2 steht auf dem Programm. Unsere Blackies empfangen also die Amsterdamer dieses Mal zu Hause vor heimischer Kulisse. Ein volles Stadion, auch wenn die Ausgangslage natürlich nicht die beste ist. 0:2 das Hinspiel verloren gegangen und auch keine wirklich bravouröse Leistung da abgeliefert, aber in Graz ist natürlich alles anders. Die eigenen Fans im Rücken, Ajax muss reisen, also mal schauen, ob das Ganze diesmal nicht mal in die andere Richtung schwenkt. Man war ja nicht gerade chancenlos in Amsterdam, aber klar, es muss eine mindestens 120%ige Leistungssteigerung her, wenn man wirklich eine Chance haben möchte, um das Ganze noch irgendwie zu drehen. 2 Tore müssen unsere Jungs ja Minimum erzielen, am besten sogar 3 und dabei im Idealfall keins kassieren. Also die Aufgabe ist auf jeden Fall schwer, aber nicht unlösbar, das definitiv mal. Denn man erinnere sich an die jüngste Vergangenheit. Rapid und Red Bull Salzburg haben beide es geschafft, Amsterdam aus dem Bewerb in einem K.O.-Duell rauszuwerfen, in der Europa League jeweils. Also von dem her, beziehungsweise Quali, ne? Also von dem her ist da ja noch nichts entschieden an der Stelle, würde ich mal sagen. Personell sieht es auch ganz gut aus, alle sind eigentlich fit, außer Jakob Janscher, der wird vermutlich ausfallen. Ansonsten glaube ich, von der Aufstellung her wird es jetzt keine gröberen Überraschungen geben. Siebenhandel im Tor dürfte klar gesetzt sein. In der Innenverteidigung wird es wohl wieder auf eine Dreierkette hinauslaufen, gehe ich mal davon aus. Afonitis, Spendlhofer, Marisic, die 3 sollten gesetzt sein. Rechte Seite Koch, der wurde ja eine Halbzeit lang geschont, sagen wir es mal so, gegen Hartberg. Auf der linken Seite, da ist für mich das große Fragezeichen. Ferreira, 3 Partien gemacht, 3-mal frühzeitig ausgewechselt, sogar zur Pause. Also da läuft es noch nicht so wirklich beim Portugiesen und da ist die Frage, wie löst man diese Baustelle? Gibt man ihm nochmal die Möglichkeit, sich zu zeigen? Oder versucht man es diesmal mit einem anderen Akteur? Schrammel wäre natürlich gelernter Linksverteidiger, die Alternative, die logische. Ansonsten war aber Hirländer bis jetzt immer so der obligatorische richtige Ersatz für Ferreira. Also Hirländer musste dann immer jeweils von der offenen auf den linken Defensivflügel dann ausweichen. Und naja, ich weiß nicht, ob mir das persönlich so gut gefällt fürs Rückspiel gleich im Vorhinein. Also da muss man halt mal abwarten, was sich da Heiko Vogel einfallen lässt. Ich persönlich würde da eher Schrammel bevorzugen. Nicht, weil er jetzt spielerisch so der Überkicker in meinen Augen ist, aber einfach, naja, weil Hirländer in der Offensive mehr gebraucht wird. Also der Kapitän sollte da schon vorangehen. Und ja, als Linksverteidiger gefällt er mir jetzt dann nicht so hundertprozentig. Seine Qualitäten sind definitiv eher vorne. Da kommen wir eben auch zum Mittelfeld. Sandi Lovic ist so langsam dabei, sich so ein bisschen in der Startelf zu manifestieren. Also würde mir auch gegen Ajax wieder gut gefallen. Hat er jetzt auch schon gegen Hartberg gespielt, gegen Ajax das Hinspiel. Glaube ich, ist er auf jeden Fall zum Einsatz gekommen. Also auch da würde das schon Sinn machen. Sonst hat man Markus Lackner als Alternative auch noch, der vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht. Mal schauen. Hat er in Amsterdam begonnen, wenn ich mich recht erinnere. Und naja, im Zentrum, da klar, Hirländer neben Schul, also das ist die Kreativzentrale für mich, die wir auf jeden Fall brauchen, um das Rädchen in der Offensive anzukurbeln. Und im Angriff, da hat man ja zuletzt Markus Pink als Torschützen feiern können, Philipp Hosin als Torschützen feiern können. Also das ist beides schon ganz positiv und ich glaube auch, einer der beiden wird auf jeden Fall in der Startelf sein. Ich glaube einfach mal, wir werden mit 2 Stürmern agieren. Man muss ja einfach den Weg nach vorne irgendwie antreten, denn ja, mit Verteidigen wird das wohl nichts werden mit dem Aufstieg. Ist natürlich ein heißer Kandidat für die Startelf, obwohl er wohl auch noch nicht ganz bei 100% ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht mit Pink und Hosiner beginnt und Essay sich ein bisschen aufhebt, für die Schlussphase, wenn es dann wirklich nochmal eng ist und ja, man nochmal diesen letzten Push nach vorne braucht, dann wäre Essay natürlich eine Waffe, aber auch von Beginn weg an. Ich glaube, Luft wird er schon haben, so für 60, 70 Minuten und auch das würde natürlich Sinn machen. An der Stelle wäre dann wahrscheinlich Hosiner eher auf der Bahn. Pink wäre in meinen Augen eher gesetzt, auch wenn er in Amsterdam überhaupt nicht zum Einsatz gekommen ist. Einfach, ja, da scheint das Näschen zu haben. Wenn er spielt, dann trifft er und wir brauchen Tore. Von dem her, Pink Startelf neben ihm, würde ich jetzt einfach mal Hosiner vermuten und Essay für die Schlussphase. So viel eben zur Partie zwischen Ajax Amsterdam und unserem SK Sturm, beziehungsweise unserem SK Sturm und Ajax Amsterdam natürlich. Aber eine kleine Meldung gibt es an der Stelle dann noch, denn unsere Blackies haben Breaking News, einen Neuzugang zu vermelden und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus.
Dr. Ketaishvili, ein 22-jähriger Neuzugang aus Georgien, kommt von Dynamo Tiflis und unterschreibt einen 4-Jahres-Vertrag in Graz. Was gibt es zu ihm zu sagen? Zentraler Mittelfeldspieler, kann am linken Flügel spielen, kann offensives Mittelfeld spielen, also ein Offensiv-Allrounder, können wir auf alle Fälle gut brauchen. Laut Transfermarkt.at liegt sein Marktwert bei 800.000 Euro, wobei die Ablösesumme nicht nach außen getragen wurde. Da bin ich gespannt, was unsere Blackies da wirklich hingeblättert haben. Auf jeden Fall scheint man überzeugt von ihm zu sein. 1,73 groß, beidbeinig, also so ein kleiner offensiver Wusler auf alle Fälle, der uns, glaube ich, sehr gut zu Gesicht stehen wird. Im Hinblick auf Peter Schul ließ Günter Kreisel verlautbaren, dass er nicht der Schulersatz sein wird, falls Peter Schul uns noch verlassen wird. Also auch das höre ich natürlich gerne. Denn auch für den Fall, dass Peter Schul bleiben würde, hätte man da gleich mal ich will nicht sagen Backup, weil er ist sicher nicht das Backup geplant bei uns, aber eben dann gleich mal einen gleichwertigen Mitspieler, den man dann eben auch auf die Position stellen könnte. Also ich glaube, die beiden, das würde technisch sicher ganz gut harmonieren, aber natürlich gilt auch da die Devise, dass man dem Jungen Zeit geben muss. Das auf alle Fälle. Bei Dynamo Tiflis liest sich seine Statistik übrigens nicht so schlecht. Oder las sich seine Statistik gar nicht mal so schlecht. 10 Tore, 11 Vorlagen in der abgelaufenen Saison in 21 Partien für Dynamo Tiflis, eben auch Kapitän dort gewesen, Nationalspieler schon gewesen in Georgien und U21 Kapitän. Also das sind alles sehr, sehr viele positive Fakten. Und ja, ich würde an der Stelle sagen, Ota Ketaishvili oder Ketaishvili, wie man ihn auch aussprechen mag, herzlich willkommen in Graz und ich hoffe natürlich, dass er da in die Fußstapfen seiner Landsmänner da treten wird. Ein David Muciri, ein Shashashvili, ein Kandelaki und wie sie alle hießen. Also es gab ja schon einige Georgier in Graz bei Sturm und eigentlich waren fast alle sehr positiv im Endeffekt in ihrer Amtszeit bei den Blackies und ich hoffe natürlich auch, dass Ketaishvili da in diese Fußstapfen treten wird können. So, und von dem her war es das dann auch schon fast von mir. Ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da zu diesem Video sagt. Zunächst mal zu Ajax. Schaffen wir die Hürde doch noch? Schaffen wir die Sensation oder ist jetzt Endstation? Also schreibt es gerne in die Kommentare und natürlich auch zum Neuzugang zu Ota Ketaishvili oder Ketaishvili. Bitte schreibt mir auch rein, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe oder nicht. Und natürlich, was ihr zu diesem Transfer sagt. Wird das eine Verstärkung? Wird es ein Rohrkrepierer? Begrüßt ihr das Ganze? Oder sagt ihr, nein, ein Blödsinn, die Vertragslaufzeit, worüber man sich eben so das Maul zerreißen kann, schreibt es mir, wie gesagt, gerne da in die Kommentare. Und von dem her war es das jetzt dann aber auch schon wirklich von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der LANZ-TV, euer Elias. Auf die Schwarzen, Gamma-Burschen! Die Hürde Ajax wird gepackt und bis dann. Ciao, ciao.